In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du mit dem Symmetriewerkzeug ganz einfach ein Mandala gestalten kannst. Und zwar benötigen wir hierfür das Maßstabwerkzeug und hier wiederum Symmetry. Ich wähle diesmal die achtstrahlige Symmetrie und als Werkzeug den Filzstift. Und den mache ich möglichst schmal, also 4,5, und kann sogleich beginnen. Du siehst, es wird sogleich achtfach übertragen. Ja, das soll fürs erste Mal reichen. Das Ausmalen, das ist jetzt wirklich sehr einfach. Hierfür wähle ich das Musterwerkzeug und da dann allerdings eine andere Farbe, zum Beispiel dieses Hellblau. Und hier wähle ich den Eimer und überall, wo ich reintippe, wird die Fläche sogleich gefüllt. Ja, fürs Erste soll das genügen. Jetzt möchte ich dieses Mandala aus dem Zentrum rücken und noch beschriften. Hierfür wähle ich das Ausschneidewerkzeug. Wenn ich einfach reintippe, so wird sogleich das ganze Objekt ausgewählt, also alles, was in dieser Ebene Pixel enthält. Und ich kann es ganz einfach nach oben verschieben, könnte es auch noch etwas verkleinern. Vielleicht etwa so. Dann wähle ich wiederum das Musterwerkzeug und hier tippe ich auf Text und wähle eine dieser vorinstallierten Schriften. Es sind in der Gratis-Version halt nur 4, aber das reicht im Moment problemlos. Die Schriftfarbe kann ich nachträglich auch noch ändern. Und das kann ich jetzt einfach nach unten verschieben mit gespreizten Fingern. Noch die Größe anpassen und eben auch die Farbe. Ich könnte jetzt jederzeit nochmals die Schrift ändern, nochmals reintippen und einen Schreibfehler korrigieren. Wenn ich zufrieden bin, bestätige ich mit dem Haken und schon ist mein Bild fertig.